Jo, hey, willkommen, mein Name ist Anibal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir hier in diesen U-Bahn-Station reingegangen, um einige Synths zu plätten. Generation 1 Synths, um genau zu sein, weil wir helfen ja den anderen Synths hier, also den von der Railroad. Und erste Generation Synths sind nicht gut und deswegen machen wir die platt und so. Ja, Gut. Schlitz mir die auf. Wo seid ihr alle? Kommt. Lange können Sie nicht unentdeckt. Überaktive Sensoren. Ist da jemand anwesend? Sensor meldet feindliche Präsenz. Wie können die uns von da sehen, hier ehrlich? Sollte man sich echt nicht anlegen. Die Mistkerle könnten einem fast leid tun. Seltsam. Fast. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Okay. Wo habe ich die nicht ausgelöst? Oh, okay. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Zum Glück mache ich es halt immer komplizierter. Das hätte nämlich sehr böse ausgehen können. Noch ein versperrter Koffer. Ich dachte erst, wir sind hier an den einen Ort, wo ich schon war. Mit dem versperrten Koffer und so, irgendwie Schön. schon. Aber irgendwann kann ich ein paar Haarklammern verkaufen, habe ich das Gefühl. Was Geld? Geld, Geld. Ich habe nie immer so einen einzelnen Schein finde, ne? Ich immer so ein ganzes Bündel von Scheinen. Ja, ich finde nie irgendwie so einen einzelnen. Und ich habe irgendwo Die einen. Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Ach man. Ja, bringt das überhaupt was? Ist doch schon kaputt. Ruins. Guess. Verdammt. Rock. Geschafft. Ja, sehr gut. Ich Ja, dachte immer, ich bin diese schon gedacht. Computer sind reine Zeitverschwendung. Nicht das eigene Gewissen quälen. Warum stimmst du mir in letzter erzählen. Zeit nicht mehr zu? Sind die anderen irgendwie so dafür, wenn ich was mache? Immer wenn ich an der Werkbank irgendwie arbeite. Und ein Fatman, einfach so. Schön. Ja, was zu verkaufen. Ja, Geld. Und noch mal schwerer Koffer. Was ist denn hier los? Boah. Sind die Unterhosen von einigen Leuten wirklich so wichtig, dass die versperrt werden müssen? Das wär's. Fast. So. Ach, und jetzt sind wir hier, sehr gut. Okay, dann. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Okay, meine Güte. Nee, ist eine Toilette. Wo dann lang? Wo habe ich hier was verpasst? Ach ja, der Aufzug, ne? Ja. Oh Mann, ich bin schon wieder allein. Da sind die beiden. Ich hab einen Fatman. Ich hab einen Fatman. Oh Mann. Das ist ein legendärer, oder? Ja. Warum hat der schon Schaden? Warte mal. Kennst du den hier schon? Das ist doch mal ein guter Schaden. Lächeln. Schade, die nicht mehr so wegfliegen wie in Fallout 3.
Warum macht das bei dem so viel Schaden und bei dem nicht? Wir müssen ja. Ich wurde getroffen. So. Die Tiere verursachen so sagten Schaden. Boah. Einzigen Tiere, die gefährlich sind, sind hier Jaugweiß. Oder 10 Todeskrallen auch irgendwie dazu. Und diese Käfer, aber das sind ja Insekten. Das ist ja wieder was anderes, ne? Nehme ich an. In dem Spiel. Oh, danke. Noch eine Kiste zum Aufsperren. Aufpassen, wir gehen die Haarklappen aus. Oh. So. Wie schön. Und mir geht der Platz aus gleich. Technisches Dokument. Kann ich noch lesen mit meinen Adleraugen. Raketen. Und hier ist Feuer. Mann. Ich habe mal ausgenutzt, ich habe vorher gesehen. Blind, oder ist es hier drin verdammt finster? Scheint zu vergessen, ich habe den hier. Den hier, war schon an. Ja, ist doch gut beleuchtet hier. Halt nach. Sind die andere schon wieder? Sie einfach hier abgehauen. Ich brauchte ihre Minigun. So. Oh, ich habe 4 Munition. Stimmt. Sind Energiezellen. Okay. Kümmert ihr euch mal darum. Psycho. Lassen wir die mal machen, ne? MacReady. Ja, lass mal eben machen. Ja, Raider sind noch eher. Ah. Ist eigentlich irre. Warum rennt der da nur rein? Ja, die Raider lassen mal. Oh ja, oder was? Das ist schon einer. Der ist schon ein Toter, meine Güte. Oh. Helter Skelter, was? Na komm. Muss ich jetzt hier mitkommen? Ah, sehr geil, die Waffe. Ich finde sie gut. Ich finde sie sehr gut. Ich glaube, man hätte viel bessere schwere Waffen. Das ist ja auch eine schwere Waffe in dem Spiel, glaube ich. Und ich glaube, andere riesige Waffen, schwere Waffen, Raketenwerfer tun vielleicht ein bisschen mehr abziehen, aber die hat einfach nur Stil und ist besser. In meinen Augen. Ja.
Ah, ich bekomme langsam wieder die ganzen Stimpacks zurück. Langsam. Langsam und unsicher. Wer darf ich die letzte Aufnahme für heute? Ausgezeichnet. Also, wie viele Parts jetzt? 5, 6? 3 Stunden? Was bist du für ein Such, die? Was ist das? Wo ist die eine? Kann die mal wieder auftauchen? Da ich in den Aufzug gestiegen bin, ist die weg. Mein Gott. Hui. Hui. Sehr gut. Okay. Da war halt geschützt, hat ich gehört habe vom Weiten. Sicherung kann ich glaube ich nicht mehr mitnehmen, weil ich gerade voll überladen bin. Nur so gut wie. Schon irgendwie 259 von 260. Mini-Atome, okay. So sollte man besser nicht in so ein. Boah. So ein Gebiet hier einfach in so einem Müllhaufen liegen lassen. Weg damit. Stahlöl brauche ich nicht. Aber Schrotbatonen, die brauche ich. Na, wo war ich jetzt schon und wo nicht? So, Lady, ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich hoffe, ich sehe dich gleich noch. Raus her. Irgendwo habe ich noch eine Truhe gesehen. Bin ich blind. Ja. Und noch keine Zeitschrift in letzter Zeit gefunden. Na gut, dann ist sie halt weg. Ich mein Problem. Zeitschrift, komm schon. Irgendwo. Eine Zeitschrift. Und eine Schaufel, eine einzelne Strohpatrone. Gut, dann raus hier. In den nächsten Aufzug. Weil, warum denn nicht? Jetzt steht es wahrscheinlich direkt vor mir, ne? Nein. Ich dachte, da kann man drunter. Ja, Ruf. Glory. Und Morden ist gesichert. Ich sage Griswold, dass das Paket im Anmarsch ist. Aber wegen mir, nicht wegen dir. Verdammtes Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Wenn alles planmäßig läuft, sollten wir uns im Feld nicht mehr über den Weg laufen. Aber planmäßig läuft bei uns ja selten was. Also, wir sehen uns. Ja, warum kannst du mich nicht leiden? Das habe ich dir getan. So, raus hier. Und ich weiß nicht, was ich den Rest des Parts machen soll. Ich hoffe, ich werde in der 15 Minuten Cutscene reingeschoben. Kommt mir gerade recht. Oder ich weiß, was ich mache. Aber ich hoffe, ich habe noch Zeit danach. Ich hoffe, ich kriege ein Level ab. Ich hasse diesen Stuhl. Mann.
Muss ich mal einölen. Ich muss mich mal einölen. Ich muss mich einölen und dann öle ich ihn ein. So. So. Gehen wir zum Ort mit den wenigen Ladezeiten. Und hoffentlich haben wir danach Zeit für etwas Freiraum. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Hi. Der Weg ist frei. H-222 kann gefahrlos weiterziehen. Wie gesagt, wenn sich mal den holen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei. Amari meldet, dass H-222 es gefahrlos geschafft hat. Muss ich sonst noch was tun? Nein. Du hast uns die Zeit erkauft, einen neuen Weg aus der Höhle der Erinnerungen zu finden. Fürs Erste ist die Krise vorüber. Nimm das hier. Das hast du dir verdient. Ah, das hast du mir gegeben. Ich mag wieder zu viel. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Railroad Stealth Boy, what? Okay. Fuck ist das? Gewicht ein. Warum ist der Railroad Stealth Boy? Was ist der Unterschied zwischen normalen? Absolut kein. Ja, Tüftler Tom. Ich muss mal ein paar Sachen bei dir verscherbeln. Ich hab kurz gepennt und boom, da war's. Ich habe ein paar Ideen für den Erlöser. Mach deine mega krasse Wumme noch, tja, krasser. Schau dir an, was ich da habe. Zeig mal, was du da hast. Okay. Woher weiß er, wie mein Scharfschützengewehr ist? Das macht mir Angst. Ja, was ist der Unterschied? Das ist teurer. Was ist der Unterschied unseres Spezial? Hier einem Fat Man. Ich sehe die Waffe mit den 1000 Namen. Erlöser, mächtiger Verschluss. Hat er ihn jetzt? Ist er? Gibt's wirklich irgendwie? Warte mal. Ah nee, Erlöser ist. Ah ja, genau. Erlöser ist hier meine Dingens, ne? Boah. Meine Pistole. Scharfschützengriff, mächtiger Verschluss. Ich weiß sogar nicht, was da alles dran ist. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Ja. So, dann gehen wir mal. Dann leveln wir erstmal auf. Mal speichern. Leveln wir erstmal auf und holen uns folgendes Level ab. Ich kann Wissenschaft machen, aber ich will das mal das hier. Obwohl, damit kann ich das holen. Nee, mach mal lokale Anführer. Du kannst im Werkstatt Siedlung Läden und Arbeitsstationen bauen. Bams. Machen wir das. Ja. Gut, dann gehe ich zur Red Rocket Raststätte. Und werde dann mal so ein paar Läden bauen. Dann gucken, wie das funktioniert. Wahrscheinlich muss ich wieder googeln, um ja, zu gucken, wie das überhaupt geht. Vor allem, was wird denn dann verkauft? Werden das an anderen Leuten verkauft? Oder kann ich dann was verkaufen? Oder wie? Also von meinen Sachen? Muss ich mal gucken. Mal schauen. So. Dann komm mal her.
durch die Läden bauen. Hier draußen einfach, ne? Dann zeig mal. Läden. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen, macht Siedlungen zufriedener. So, okay, was haben wir denn hier? Verkäufer, Läden, Rüstung, Waffen, Gastronomie. Oh, okay, Materialien habe ich genug. Hier, Waffen. Ja, da muss sich jemand drum kümmern. Ist klar, okay. Wird aber nicht hier reinpassen, oder? Nee. Klar. Müssen die ganzen Läden eben hier sein. Wenn ich hier jetzt überall hinbaue, bekomme ich dann Kronkorken? Das wäre richtig geil. So, Gastronomie, das klingt doch was Strong machen könnte. Was machen wir jetzt schon wieder? Ich werde überraschend oft angegriffen in meiner Basis. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich bin gerade am Bauen. Niemand stört mich beim Bauen. Ja, das ist eine Bar. Mann. Ja, okay, Gastronomie, ne? Ich soll einfach von jedem mal was bauen, ja. Klinik. Dann Waffen habe ich. Gastronomie habe ich. Kleidung. Erstmal platzieren. Rüstungen. Oh, ich habe Kronkorken dafür verbraucht. Nein! Aha! Shit. Ja. Lass mich mal ganz kurz laden. Bitte sag mir, ich hab da schon ein paar Sachen gebaut, ne? 3000 Kronkorken, aber. Und ich krieg dann auch das Geld zurück, ne? So, wie viele Kronkorken habe ich? Ja? 8000. Okay. Das kostet nicht so viel, okay. Das kostet viel, okay. Waffenladen möchte ich auf jeden Fall haben. Wo baue ich die? Das ist das Problem. Ich nehme an, je mehr ich dafür investiere, desto ergiebiger wird das dann auch. Hier kann ich das nicht bauen, das ist kacke. Ich stell die erstmal hin. Dann gucken wir mal. So, Waffen und Rüstung. Waffen und Rüstung. Ein Restaurant. Was war das? Hält sein größer als Strong Wissen. So, wir verkaufen hier Zeugs. Zulumawaffen verkaufen. Ich nehme an, Leute kommen dann hier rüber und kaufen dann Sachen, ne? Guck mal, für Rüstungen.
Okay, wo ist denn der Rest? Strong hier. Brauchst du mal Rüstungen? Du bist ja so ein Rüstungsexperte, so wie ich das sehe. Hi. Entschuldige bitte, dass ich diesen ganzen Gefühlsmist auf dich abgeladen habe. Ich hoffe, das hat unsere Freundschaft nicht geschadet. Sanctuary? Keineswegs. Ich war sogar froh, dass ich dir zuhören konnte. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das sagst. Ich habe das zwar schon mal gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Bis jetzt hatte ich niemanden, auf den ich mich verlassen konnte. Alle, die ich getroffen habe, wollten mich ausnutzen oder mir in den Rücken fallen. Aber du bist anders. Ich fühle mich wohl bei dir. Und sicher. Ich fühle, dass ich mich dir öffnen kann, um dir zu zeigen, wer ich bin. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich hatte gehofft, dass du mir in die Augen siehst und sagst, dass du auch noch etwas für mich empfindest. Unsere Freundschaft wird mir immer wichtig sein. Das hatten wir doch schon mal, ich möchte sie nicht missen. Es fühlt sich so gut an, das von dir zu hören. Jedenfalls, danke, dass du mir nochmal zugehört hast. Und wenn du mal was brauchst oder einfach nur reden willst, sag bitte Bescheid. No. Nur Strong im Gefecht zum Laden. Mach mir Geld. Red Rock Erstätte. Wenn die schon hier sind, die machen ja nichts, das ist ja ein Problem. Ich brauche nichts zu essen in meiner Siedlung oder so. Ich brauche kein Wasser und irgendwie sowas. Aber irgendwas müssen sie ja machen. Red Rock Erstätte. Warum? Warum? Ich deswegen die ganze Zeit angegriffen? Okay, ihr könnt sie ruhig angreifen, hier bin ich immer. Wenn jemand wagt, hier anzugreifen, dann setzt es was. So, ich nehme an, so nach einer Zeit kommt ihr immer wieder so ein bisschen Geld rein. Hoffe ich. Mal schauen, ich habe jetzt 6000 da reingeballert. Also sollte es das besser auch bringen. Ja gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.